Eine Katzenmutter adoptierte ein Tigerjunges. Ein paar Jahre später geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Als Arthur einen Campingausflug veranstaltete, fand er plötzlich zwei kleine, hilflose und ausgehungerte Tigerjungen. Als großer Tierliebhaber war er sehr besorgt, aber was sollte er tun? Die Tigermutter könnte irgendwo in der Nähe sein und ihn angreifen, wenn er ihnen zu nahe kommt. Also entschloss er sich, abzuwarten, aber als er nach einiger Zeit keine Tigermutter sah, nahm er die Tigerjungen mit nach Hause, um sie aufzupäppeln. Als Arthur die Tigerjungen seiner Hauskatze vorführte, geschah etwas Schockierendes. Die kleine Katze sah zu, wie Arthur die miauenden Jungtiere mit mehreren Fleischscheiben fütterte. Dann ging die Katze zu den Jungtieren hinüber und begann sie mit ihrer Zunge zu streicheln. Die Jungtiere sahen die Katze wie eine Mutter an und sie bauten eine emotionale Bindung auf. Doch die Tiger wuchsen schnell und schon bald wurden sie zu groß und mussten in einen Zoo gebracht werden. Ein paar Jahre später erkrankte die Katze und etwas Erstaunliches geschah. Die Auflösung findest du jetzt in den Kommentaren.